Liebe Zuschauer von Amazing Discoveries TV, das Jahr 2016 ist zu Ende. Das Jahr 2017 ist jetzt vor uns. Und wenn wir die Tagespresse lesen, dann haben sich die Dinge auf dieser Welt verschlimmert. Wo ist der Friede auf dieser Welt geblieben? Ein schlimmes Ereignis jagt das andere. Terroranschläge, Katastrophen und Krieg halten diesen Planeten fest im Griff. Dazu sind neue Protagonisten auf der Weltbühne aufgetaucht, wie zum Beispiel der neue amerikanische Präsident Trump. Und man spürt, dass die Welt sich verändern wird. Es scheint, als ob das Pendel von ganz linksliberal auf die andere Seite schwenken wird, wo einige wenige diktieren werden, was der Rest der Welt zu tun hat. Erst gestern besuchten mich die Nachbarn und sagten, in unserem Land verändern sich Dinge und es verändert sich einiges. Wo geht es hin? Ja, dies ist eine berechtigte Frage. Wo geht es hin mit uns als Menschen? Viele Menschen suchen nach Antworten und hoffen auf Regierungen, Politiker und Organisationen wie zum Beispiel die UNO, von der die Dinge dann gelöst werden sollen. Das Buch der Bücher, die Bibel, war schon immer für uns Christen eine Hilfe und Antwort auf die drängenden Fragen unseres Lebens. Nur dort erfahren wir, wie es weitergehen wird. In Matthäus 24 spricht Jesus Christus zum Beispiel darüber, wie die Zeit kurz vor Jesu zweitem Wiederkunft sein wird. Wir lesen in Kapitel 24 ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Jesus beschreibt die Zeit am Ende dieser Erde als voller Chaos mit Naturkatastrophen, Gesetzlosigkeit in der Gesellschaft. Aber es wird auch eine Zeit beschrieben, wo die Christen, also Jesus spricht hier zu seinen treuen Jüngern, wenn sie treu Gott und der Bibel gehorchen wollen, unbeliebt werden. Aufkommende Intoleranz wird es Menschen schwer machen, ein normales Christenleben zu führen. Es wird hier von Verfolgung und falschen Propheten gesprochen, aber auch von einer Zeit, wo das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden soll. So eine Zeit der Intoleranz gab es schon einmal, im Mittelalter. Das Jahr 2017 jährt Luthers berühmten Thesenanschlag zum 500. Mal. Dieses herausragende Ereignis der Reformation erinnert uns heute daran, dass wir die Freiheiten und Segnungen unserer heutigen Zeit nur deshalb genießen können, weil damals Menschen aufgestanden sind und die biblische Lehre der persönlichen Freiheit im Glauben wieder emporgehoben haben und gegen die kirchliche Irrlehre und Arroganz aufgestanden sind. Heute brauchen wir auch mutige Männer und Frauen, die die Bibel und den Autor Jesus Christus kennen und die Reformation, die Luther, Huss,
Wycliffe und andere Männer und Frauen begonnen haben, weiterführen. Christen möchten für die Gesellschaft ein Segen und Gewinn sein, möchten diese positiv beeinflussen, dass es solche negativen Schlagzeilen nicht geben muss. Einzutreten für wahren Frieden, der durch das Studium der Bibel kommt, für Religions- und Meinungsfreiheit, für Trennung von Staat und Kirche, das Leben und Verkündigen eines hoffnungsvollen Evangeliums, dies ist unser Vorrecht und unsere vorrangige Aufgabe im Reformationsjahr 2017. Besuchen Sie uns doch auf unserer neuen Webseite www.reformation-2017.info. Dort können Sie viele wichtige Informationen und Termine über die Reformation erhalten und entdecken, warum die Reformation uns heute persönlich mehr angeht, als Sie vielleicht ahnen. Lernen wir aus der Geschichte, damit wir klug werden für unsere Zukunft. Im Buch Jeremia in der Bibel, im Kapitel 6, Vers 16, steht dieser wunderbare Text: So spricht der Herr. Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir wollen Ihnen im ADTV durch unsere Beiträge helfen, diesen Frieden in Gott zu finden. Im Übrigen wollen wir unsere Sendezeit auf 24/7 ausweiten, um auch anderen weltweiten Zuschauern entgegenzukommen. Danke auch für Ihre Unterstützung und Ihre Gebete, die wir so sehr benötigen. Gott segne Sie im neuen Jahr. Schauen Sie vertrauensvoll zu ihm, unseren Retter. Er kennt die Zukunft und bei ihm sind wir sicher.